Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade auf der Autobahn und fahre ein Fahrrad abholen. Wo es genau hingeht, das verrate ich euch gleich. Aber es gibt ein E-Bike. Und zwar eins mit mehr Drehmoment als das Levo hat. Ich freue mich sehr, weil das Levo hat ja gerade so ein paar Baustellen. Ich kann ganz, ganz kurzfristig mir ein Bike abholen gehen. Und das ist einfach mega, mega gut. Schon mal vielen Dank im Voraus. Aber wo es gleich hingeht, das verrate ich euch, wenn ich gleich hier ein bisschen entspannt auf der Autobahn bin. Und zwar fahre ich in die Nähe von Bonn. Und zwar zu Radon Bikes. Und da werde ich einfach mir ein E-Bike abholen, was mich so ein bisschen einfach überbrückt über die Zeit, wo mein anderes Fahrrad gerade ja in Pflege ist, kann man sagen. Erstmal großes, großes Dankeschön an Radon Bikes, dass ich da dass ihr mich da supportet und kurzfristig einfach mit dem Bike versorgt. Weil besonders halt für Kurse und die Anfängerkurse gerade, die kann ich einfach nicht mit dem Downhiller machen. Ne? Wenn wir dann auf die Trails gehen und so weiter. Und das ist einfach beim Downhiller, da müsste ich die ganze Zeit schieben. Und da hätten die Kursteilnehmer keinen Spaß. Ich würde super viel Zeit vom Kurs opfern. Und da brauche ich einfach ein zweites Rad, womit ich einfach versorgt bin. Und deswegen kommt das mir sehr, sehr gelegen. Und nochmal vielen, vielen Dank für die spontane Hilfe. Ich habe einfach geschrieben, wie sieht's aus? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Und dann gab es tatsächlich zwei Testräder und das hat knapp nur eine Woche gedauert jetzt. Und dann kann ich jetzt abholen gehen. Ja, ich fahre jetzt kurz 20 Kilometer geradeaus und dann sind wir fast da. Und dann werde ich euch am Ende des Videos natürlich auch noch zeigen, was für ein Fahrrad. Und ich kann euch ja nur sagen, es ist auf jeden Fall Full Size, ne? Und da werde ich so einen richtigen Test mal machen, wie mir das mittlerweile liegt, weil da gibt es ja, wie ihr wisst, Full-Size E-Bike war ich ja ganz lange gar kein Fan von, aufgrund des Fokus. Und was da so meine Vorstellungen und meine Gedanken sind, das verrate ich euch nachher mal. Aber jetzt geht es erstmal ob die Bahn. So Leute, ich bin mittlerweile schon wieder zurück sozusagen. Ich muss jetzt nachher arbeiten, jetzt vielleicht kurz ans Mittagessen. Aber ich werde euch natürlich noch zeigen, was es für ein Bike gibt. Und zwar ein Radon Render. Ich glaube, es ist ein 10.0 HD. Muss ich nochmal genau nachschauen. Und das werden wir natürlich die nächsten Tage ein bisschen testen zum Ausführen. Volle Hütte. Ich zeige euch das Bike natürlich nochmal ganz in Ruhe, werde auch wieder so ein Fazitvideo machen, so ähnlich wie ich es damals mit dem Jab gemacht habe, damit ihr da einfach so einen guten Überblick kriegt. Ich bin sehr, sehr gespannt, das wird sozusagen dieser Vergleichstest. Ja, was wirklich besser ist, Full-Size E-Bike, Light EMTB und vor allem auch, was hat sich da verändert für mich persönlich, so nach meinen Ansichten, weil als Fahranfänger zum Beispiel damals, 26 Kilo ist natürlich auch mal eine krasse Nummer. Ich glaube, das hier wiegt um die 24. Müsst es mal wiegen zu Hause, dann kann ich es euch genau sagen. Aber ja, also darum wird es auf jeden Fall gehen. Ich muss jetzt gleich arbeiten, aber morgen geht es auf die Trails und da nehmen wir das Bike natürlich mit. So Leute, wir sind am nächsten Tag angelangt und fahren jetzt zu einem Spot, wo ich damals mit dem schweren Fokus gar nicht klar gekommen bin. Es wird sich jetzt zeigen, wie sich erstmal so natürlich mit weniger Federweg so ein E-Bike bewegen lässt und mit ein bisschen weniger Gewicht. Ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze verhält und wie ich heute zurechtkomme. Es ist auch noch ein bisschen feucht, immer mal wieder ein bisschen Regen zwischendurch. Das wird auf jeden Fall spannend mit der MT7 auf nassen Wurzeln. Aber ja, Michi, bist du auch bereit? Ich bin auch bereit. Adrenalin? Startet jetzt! Hey! Herr Dyer, sind Sie jetzt endlich soweit? Ja, ich bin jetzt endlich soweit. Ich habe das Bike jetzt eingestellt, dass meinen Bedürfnissen grob passt. Fahrwerk müssen wir später machen. Ich denke, das dürfte jetzt erstmal so ausreichen. Oh Gott, Mann, ey. Das ist ja schon ein guter Anfang. So Leute, erste Abfahrt durch die Mocke.
Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal die Bremse einbremsen, weil die Vorderradbremse packt so ziemlich gar nicht, leider. Ich konnte gar nicht bremsen. Hinten hat nur blockiert. Ich habe mir das währenddessen schon gedacht, dass ja, das keine Chance. So Leute, wir sind am nächsten Trail. Daniel Dyer checkt nochmal die Bremse. Ich habe auch nochmal den Rebound verändert, weil das eben so ein bisschen strange war. Weil ein bisschen zu heftig, glaube ich. Der Sprung, ne? Also eben war krass, nur dass ihr Bescheid wisst, ne? Die Vorderradbremse, die hat irgendwie nicht wirklich gepackt. Dann ist natürlich das Hinterrad die ganze Zeit blockiert. Und das ist natürlich Quatsch, dann ist mir alles blockiert. Ah. Jedes Mal man an der Wurzel habe ich das gegeben durch. Ja, so hier wird es jetzt ein bisschen trickiger. Da bin ich gespannt, was die Bremsen sagen. Und runterschalten. Oh, was ist los? Ich kenne den Trail immer noch nicht, ne? Ich bin schon ein paar Mal gefahren. Es läuft besser, aber ich vertraue dir noch nicht. So Leute, leider hat meine Vorderradbremse auch ein bisschen Bremsenreiniger, beziehungsweise die Bremsscheibe. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Der Steve hat nämlich noch Bremsenreiniger und dann fahren wir da noch ein paar Abfahrten. Trotzdem war es mega cool. Wir haben nämlich den Klaus getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht auch ein paar Aufnahmen gesehen habt bisher. Und der Klaus war auf jeden Fall mega inspirierend. Der wird dieses Jahr schon 69 und ist einfach noch so fit auf dem Bike. Richtig, richtig geil. Und ist einfach, ja, hat einfach eine richtig geile Einstellung. Auch so zum älter werden und fit bleiben und so. Einfach mega, mega cool. Also fand ich auf jeden Fall inspirierend. Klaus, wenn du das siehst, vielen Dank fürs Guiden heute hier. Haben ein paar neue Trails entdeckt, die wir nochmal fahren müssen, wenn ich eine Vorderradbremse habe. Und wir packen jetzt ganz schnell ein und fahren mal weiter und dann geht's noch auf ein paar Trails. Bremsenreiniger war nicht mehr viel da, aber ein bisschen was und damit habe ich jetzt ein bisschen die Bremsscheibe mal sauber gemacht. Ich hoffe, das reicht und dann hoffe ich, dass jetzt die besser packt. Wir drehen jetzt gleich eine Runde. Wenn der Steve seinen Bremshebel gefixt bekommt, kommt er sogar auch noch mit und dann machen wir eine schnelle Feierabendrunde noch. Wenn du jetzt da hinten so rum zu dem Drohnen-Trailer hast. Schon schick, muss man sagen, oder? Was sagt ihr, Leute? Sieht schon richtig schick aus, das Ding. Oh, hier ist auch wirklich wild.
bewachsen. Wie durch den Dschungel fahren gerade. Jetzt der Uphill-Trail, das ist ja jetzt chillig, ne? Ja, fährst du auch endlich mal ein richtiges E-Bike. Was fährst du denn jetzt? Die EWS Uphill Challenge. Ja, die Michi muss schon ganz schön strampeln. Da merkt man jetzt ein bisschen den Unterschied hier. Am Turbo hier natürlich jetzt schon krass hier hoch. Ich hätte schon direkt am Anfang über die Wurzeln schneller fahren können. Oh Gott! Suchen wir uns jetzt irgendeine Challenge? Ja. Ich habe eine für dich und mich. Okay. Und Michi kann da auch mitmachen. Was ist denn die Challenge? Weitsprung. An dem Sprung da unten oder was? Nee, aber eine kleine Wurzel abziehen. Okay, wo ist der? Ja, komm mit. So Leute, wir haben jetzt hier diese kleine Mini-Wurzel, also wirklich, das ist gar nichts, ne? Das ist super, super klein. Und da irgendwie abziehen und dann so weit wie möglich da reinspringen. Also das ist jetzt die Challenge. Ich bin gespannt, was der Steve vorlegt. Danach bin ich dann dran, wenn die Michi will, auch noch. Okay, okay. Hier haben wir erste Markierung. Das sind schon 1, 2, ja, so 3 Meter. Ja, das ist schon 3 Meter. So, als nächstes bin ich dran. Steve hat natürlich hier extrem den Heimvorteil. Weil er, das ist irgendwie sein Lieblingstrail. Auch lustig. Ja, fahren wir rein, ne? Knapp, ey. Boah, hat mich ein bisschen überrascht. Das war irgendwie doch ein Ticken weiter, als ich dachte jetzt. Aber gut. Aber ich glaube, viel weiter tausche ich nicht. Ich brauche erstmal eine Pause. Das ist anstrengend.
aber macht Spaß, ne? Ja, macht schon Spaß. Ach nee. Wir sind am Ende des Videos angelangt, haben jetzt noch erfolgreich hier die Tour absolviert. Ich muss tatsächlich mich an die MT7 immer noch so ein bisschen gewöhnen. Die Magura-Bremsen, naja, das ist nicht ganz so mein Fall. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen geübt und dann funktioniert das eigentlich. Man muss sich halt so ein bisschen dann gewöhnen. Wenn man jetzt eine Magura mit einer Code R vergleicht, das ist halt wie Tag und Nacht so ein bisschen. Ich bin am ersten Tag ziemlich happy mit dem Bike. Bei technischem Gelände ist es natürlich so, dass du stark merkst, dass du das Gewicht von einem E-Bike hast. Andererseits merkst du natürlich auch beim Uphill extrem, dass du viel Power hast, um Antritt zu haben. Ich finde, so wie das Rad jetzt hier ist, würde ich das auf jeden Fall nehmen. Gar keine Frage. Bin ich echt zufrieden mit. Ich werde das allerdings hier noch ein paar Wochen fahren und dann euch nochmal so ein etwas, ja, genaueres Feedback geben und auch so ein bisschen wieder meine Punkte abarbeiten, ne? Airtime, Preis-Leistungs-Verhältnis und so weiter, Optik, ihr wisst ja Bescheid. Weil jetzt nach einer Fahrt finde ich das so ein bisschen schwer zu sagen. In der Ausstattung bin ich das Rad tatsächlich auch noch gar nicht gefahren. Das ist das erste Mal jetzt. Und genaueres zur Ausstattung werde ich euch dann natürlich auch noch mal ganz in Ruhe sagen. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Wollt ihr mal den Nabensound hören? Ist krank. So. Gar nichts. Super leise.